Ich möchte Sie herzlich begrüßen, dass Sie kurzfristig hier zur außerordentlichen Pressekonferenz in die GTEC Arena gekommen sind. Thema heute natürlich der Trainerwechsel. Ich möchte vielleicht ganz kurz einleiten. Gestern Abend hat eine turnusmäßige Aufsichtsratssitzung stattgefunden, in der wir wie immer auch die sportlichen Themen behandelt haben, neben anderen Themen, die dort behandelt werden. Und so wie das halt bei uns in den letzten Jahren gut gelebte Praxis ist, haben wir dann sehr engen Kontakt mit unseren Gremien. Deswegen sitzt auch Dirk Roswandowitz neben mir, Präsident des SC Magdeburg. Und wir haben eben gestern so nach eingehender Diskussion, ich weiß gar nicht, auf die Uhr habe ich nicht geguckt, mag es 22.30 Uhr gewesen sein, ich weiß es nicht, gemeinschaftlich mit Geschäftsführung auf Empfehlung des Aufsichtsrates und unter Zustimmung des Präsidiums unseren Trainer G.S. Svensson mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir in dem Moment, wo eine Entscheidung getroffen wird, sie auch unabhängig davon, was jetzt die nächsten Tage ansteht, sofort umsetzen müssen. Steffen wird jetzt sicherlich noch zu den sportlichen Gründen etwas sagen. Und ich muss an der Stelle mich bei Gehe bedanken für die Zusammenarbeit. Sie können sich vorstellen, dass uns das nicht leicht gefallen ist. Natürlich ist hier und da immer wieder Kritik hochgekommen, aber ich glaube, dass er von der menschlichen Seite ganz hervorragend zum Verein gepasst hat, und das fällt uns wahrlich nicht leicht, die Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube, dass die sportliche Situation nach dem 23. Pflichtspiel in dieser Saison irgendwann dann einfach auch zu einer Entscheidung führen musste. Das Team wird ab sofort betreut von Bennett Wiegert und Thomas Svensson, der auch morgen gegen Göppingen wieder mit von der Partie sein wird. Und wir haben uns ganz bewusst für diese Lösung entschieden. Natürlich geistern da auch andere Namen, durch die Gegend. Aber wir haben eben ganz bewusst diese Kombination zwischen Benno und Thomas gewählt, weil ich einfach glaube, dass Benno wie kein Zweiter auch für diesen Verein steht, eine hervorragende Arbeit macht im SC Magdeburg. Und alle Qualifikationen mitbringt. Ich glaube, Mastercoach-Lehrgang gerade erfolgreich abgeschlossen ist die höchste Qualifikation, die man absolvieren kann. Und dazu eben die Erfahrung und das Know-how von Thomas Svensson. Insofern sind wir froh, dass wir diese Lösung jetzt haben. Und um auch gleich Fragen vorzubeugen, es ist keine Interimslösung. Das heißt, Bennett bekommt jetzt zusammen mit Thomas die Verantwortung für die Mannschaft. Ich glaube, das macht wenig Sinn, jetzt zu sagen, das wird befristet und wir gucken parallel. Das steht alles nicht auf der Tagesordnung. Wir sind der Überzeugung, dass die Qualitäten vorhanden sind, und insofern wird die Mannschaft morgen von Bennett und von Thomas Svensson betreut. Ich würde jetzt einfach mal das Wort weitergeben an den Präsidenten des SCM. Ja, schönen guten Tag erstmal alle zusammen. Das waren sehr bewegende, eigentlich 48 Stunden, die hinter uns liegen. Und so eine Entscheidung macht man sich nicht leicht. Und es ist aber eine Entscheidung, die sicherlich nicht erst gestern Abend getroffen wurde, sondern es ist bei uns gute Praxis. Und die ist es schon, seit wir hier alle zusammen arbeiten. Das sind jetzt schon 5 Jahre, wo Marc und ich mit dabei sind, Steffen natürlich und Bennett schon viel länger. Wirklich gelebte Praxis, dass solche wichtigen Entscheidungen, ob Trainerneuverpflichtung oder auch in dem Fall so eine Beurlaubung, gemeinsam entschieden werden. Die Entscheidung letztendlich trägt immer der Geschäftsführer, da ist auch uns als Präsidium und als Gesellschafter natürlich Rechenschaft fähig, aber Marc besitzt eben auch diese Fähigkeiten, dass es nicht eine One-Man-Show ist, sondern tatsächlich so eine Teamentscheidung. Ich würde auch gerne eine Frage, vielleicht, die werden Sie vielleicht noch stellen. Wir haben mit dem Trainer ja vor einem halben Jahr. Und wir sind auch der Meinung, dass es zu diesem Zeitpunkt die richtige Entscheidung war. Auch das wurde gestern nochmal diskutiert, und da haben wir uns natürlich selber hinterfragt. Wir hatten ein sehr gutes Jahr mit dem Trainer. Auch dafür vom Vereinsseite natürlich vielen Dank. Aber wir müssen eben tagesaktuell entscheiden, und wir müssen eben die Entwicklung der letzten Wochen und Monate betrachten. Und das haben wir gestern alle zusammengetan. Wir waren gestern, vielleicht kann ich da aus dem Nähkästchen plaudern, 14 Leute. Also es waren nicht nur 5 Leute, sondern tatsächlich 14 Leute. Wir mussten sogar noch Stühle reinholen, als wir zusammengesessen haben.
dann haben wir das sehr ausführlich diskutiert. Und wir sind letztendlich tatsächlich zu dieser Entscheidung gekommen, dass es auslöserlich das schlechte Spiel oder das Ergebnis zumindest in Göppingen war, aber dass der Prozess, dass wir gesagt haben, wir brauchen neue Impulse. Und das ist dann letztendlich von 14 Mann einstimmig 14-0 so entschieden worden, wohlwissend um diese menschlichen Qualitäten, die der Geier hier auch in unseren Verein gebracht hat, dass die Mannschaft auch zusammengerückt ist. Das ist ein großer Verdienst von ihm. Aber letztendlich zeichnet das uns aus und es wird uns auch in Zukunft auszeichnen, dass wir solche Entscheidungen gemeinsam treffen und dann auch, und da würde ich auch dann gleich an Steffen weitergeben, auch die Entscheidung, dass wir Bennett das Vertrauen aussprechen, auch das ist einstimmig gestern für mich überraschend, weil es eine sehr, sehr mutige Entscheidung von uns allen ist, aber die ist tatsächlich einstimmig getroffen worden und ich kann Ihnen sagen, es ist so eine positive Energie dann in dem Raum gewesen, als die Entscheidung dann durch war und wir uns für das Trainergespann, ein junger Trainer mit einem erfahrenen Trainer zusammen entschieden haben, dass zumindest gestern Abend bei uns auch schon wieder eine gewisse Aufbruchsstimmung war. Und ich hoffe, und das dann will ich auch schließen, dass diese Aufbruchsstimmung morgen in der Halle von den Fans, von allen Zuschauern transportiert wird und dass sich das dann auch auf das Selbstbewusstsein der Mannschaft überträgt. Ich denke, das war es erstmal. Gut, dann gebe ich erstmal weiter an Steffen, die sportliche Einschätzung. Ja. Wie bereits erwähnt, haben wir uns die Entscheidung ja auch nicht einfach gemacht. Wir hatten gestern eine normale Aufsichtsratssitzung, wo das Thema natürlich auf der Agenda stand. Wir haben auch den Ist-Status besprochen, der momentan eben auch lautet, dass wir Platz 11 sind. Sicherlich in der Saison auch nicht in einem Spiel es geschafft haben, konstant 60 Minuten das abzurufen, was wir eigentlich auch an Qualität haben. Natürlich haben wir in der letzten Saison eine sehr gute Saison gespielt. Das ist natürlich immer eine Symbiose zwischen Mannschaft, Trainer und Verein. Und wir waren auch Anfang der Saison 110% überzeugt, dass wir den nächsten Schritt machen können mit der Qualität der Mannschaft, mit neuen Spielern. Leider ist das in der Form halt nicht eingetreten und wir mussten natürlich jetzt auch in den letzten, ich sag mal, ein, zwei Tagen nach Göppingen jetzt einfach auch mal Revue passieren lassen, was ist denn jetzt passiert, wo geht die Reise hin und da steht natürlich der Fakt, dass die Hoffnung, die wir ja von Anfang an hatten, also wir sind eigentlich relativ gut in die Saison gestartet und hatten dann sicherlich auch ein bisschen Pech gegen den Rhein-Neckar-Löwen und dann kam das Leipzig-Spiel und ab da, glaube ich, war irgendwie schon ein Knick da und man hofft ja trotzdem, weil man ja um die Qualitäten weiß, die wir auch letztes Jahr bewiesen haben, dass es kommt, aber es war immer ein Prozess, dass man immer geglaubt hat, jetzt kommt es und wir haben es halt nicht geschafft, es umzusetzen und wie ich es eben nochmal gesagt habe, das ist nicht eine Alleinschuld beim Trainer, das ist immer ein Zusammenarbeiten mit der Mannschaft und eben auch von uns. Und auch da werden wir sicherlich schauen, was hätte man vielleicht deutlich besser machen können. Das Gleiche erwarten wir natürlich jetzt auch von der Mannschaft. Also die Mannschaft ist jetzt natürlich gefordert. Sie hat die Qualität, sie hat das auch in diesen Jahren schon gezeigt. Leider immer manchmal nur 40 Minuten. Und ich denke, dass Benno jetzt auch in den nächsten Stunden, da jetzt so viel im technisch-taktischen Bereich nicht machen kann. Ich glaube, dass es eben wirklich bloß über die Emotionen läuft. Und wir hoffen natürlich, dass die Mannschaft jetzt diesen Kick bekommt und mit vollem Einsatz und Moral morgen auftritt und eben versucht, dieses Spiel eben positiv zu gestalten. Vielleicht auch, warum wir das jetzt gestern gemacht haben, oder zu dem Entschluss gekommen sind, es gestern zu machen, ist natürlich, wir sind aktuell, wie gesagt, auf Platz 11. Wir haben 5 Punkte zum 5. Platz. Wir sind im IAF Cup in der Gruppenphase, haben da alle Möglichkeiten und haben natürlich morgen, ich sag mal schon, mit dem Spiel des Jahres die Chance, wieder nach Hamburg zu kommen. Und unsere Überlegung war natürlich dahingehend, was oder wo glauben wir, schaffen wir das am besten, dass wir eine gute Chance haben, das morgen zu schaffen. Und daraufhin haben wir dann eben auch
diese Entscheidung gefällt, es eben ab sofort zu machen und nicht abzuwarten, wie das Spiel am Mittwoch läuft. Gut, ich denke, bevor Sie fragen, würde ich einfach Benno jetzt das Wort geben. Benno, wir haben vor 2 Tagen, glaube ich, zum ersten Mal zu dem Thema telefoniert. Du hattest eigentlich sofort, ich hatte noch nicht ausgesprochen, da war die Zusage schon von dir da. Also auch nochmal ein großes Dankeschön von unserer Seite und ja, bitte ich dich um ein kleines Statement. Ja, schönen guten Tag erstmal von mir. Bevor ich anfange, vielleicht so ein bisschen meine Sicht darzulegen, muss ich mich natürlich bei den Gremien des SC Magdeburg bedanken für das gegengebrachte Vertrauen in meine Person und vielleicht auch in meine Fähigkeiten. Das ist bestimmt nicht alltäglich in diesem Geschäft Bundesliga, dass man dann nicht auf gestandene Namen zurückgreift, weil so einer bin ich nicht. Ich bin ein 33 Jahre alter Trainer, der bestimmt auch noch jede Menge lernen kann. Trotzdem traue ich mir durchaus zu, diese Mannschaft zusammen mit Thomas Svensson zu betreuen. Vor allen Dingen ist es so, auch wenn natürlich ereignisreiche 48 Stunden hinter mir liegen, muss ich Ihnen trotzdem sagen, dass ich mich jetzt freue, hier vor Ihnen sitzen zu dürfen und mich auch freue, morgen ein Spiel mit der ersten Bundesliga-Mannschaft des SC Magdeburg bestreiten zu dürfen. Vielleicht sieht das nicht jeder so. Ich meine, mein Handy glüht auch und viele sagen, oh Mensch, ist das jetzt eine einfache Situation? Natürlich ist das keine einfache Situation, aber was ist schon einfach? Ja? Deshalb versuche ich jetzt auch der Mannschaft so ein bisschen rüberzubringen, dass man sich trotz der jeweiligen Situation auf dieses Spiel morgen freuen muss. Ja, ich glaube, uns wird eine einmalige Kulisse wieder erwarten. Die ganze Stadt, der ganze Verein brennt auf dieses Spiel, brennt auf diesen Weg, wieder diesen Weg ins Final Four zu schaffen. Da erhoffe ich mir schon so einen positiven Moment, einfach der auch auf die Mannschaft übersprudelt. Dass ich jetzt keine Möglichkeiten habe, alles groß zu verändern, ich glaube, das ist allen klar. Das würde vielleicht auch jetzt der falsche Weg sein. Ich habe ein Konzept, ich habe einen Plan für die Zukunft, so wie ich mir das vorstellen würde. Der wird sicherlich jetzt zu Göppingen so kurzfristig nicht umsetzen sein. Wir versuchen jetzt kleine Sachen, kleine Stellschrauben zu drehen, um ein bisschen was hinzukommen. Ich glaube, der Stabi das schon ganz gut getroffen hat. Wir werden versuchen, halt über diesen emotionalen Charakter zu kommen, die volle Getik-Arena für uns zu gewinnen und vielleicht uns auch so ein bisschen von dieser Halle mittragen zu lassen. Darauf freue ich mich einfach und hoffe auf ein schönes Spiel gemeinsam mit der Mannschaft, mit Ihnen als Pressevertreter und auch natürlich mit unseren Fans. Vielen Dank. So, ich mache jetzt von jedem ein Eingangsstatement. Feuer frei. Uli? Marc, an dich. Du hast die Mannschaft informiert. Ja. Kannst du was zur Reaktion der Mannschaft sagen, wie du sie empfunden hast? Also, das andere muss man dann sicherlich im direkten Gespräch machen. Aber wie du. Ja. Also die Entscheidungsfindung, die bei uns ja über Wochen gewachsen ist, ich denke mal, so hat sich auch ein Stimmungsbild bei der Mannschaft über Wochen entwickelt. Und wir haben die Mannschaft heute Morgen um 9.30 Uhr informiert. Und ich habe die Mannschaft danach, weil Benno noch eine entsprechende Ansprache gemacht hat, beim Training gesehen. Also die Jungs waren hochkonzentriert und machten einen sehr erleichterten Eindruck. Ja, also das, was Dirk auch schon sagte, es war so ein Stück weit Aufbruchstimmung zu erleben. Und also ich habe eigentlich jetzt auch im Nachgang das ein oder andere Gespräch geführt und das Feedback war durchweg positiv. Ja? Du hast gesagt, die Mannschaft macht einen erleichterten Eindruck. Das könnte ja auch Rückschlüsse dahin führen, dass die Chemie vielleicht nicht mehr richtig gestimmt hat zwischen Trainer und Mannschaft? Also erleichtert, denke ich mal, in dem Sinne, dass jetzt eine Veränderung eingetreten ist. Also ich will das jetzt nicht als Kritik an GS Weinzorn werten wollen, sondern es ist einfach, ich sag mal, wir haben jetzt viele Wochen hinter uns. Ich glaube, wir haben uns in Heimspielen haben wir uns von Sieg zu Sieg gekrampft, das muss man so sagen. Wir haben auswärts das drittschlechteste Ergebnis in der Liga. Das ist, so sind einfach die nackten Zahlen. Und ich glaube, alles, was jetzt Hoffnung bringt und was Hoffnung auf Veränderung mit sich bringt, wird positiv aufgenommen. Und so möchte ich das verstanden wissen. Also wie gesagt, die Mannschaft hat, glaube ich, durchweg positiv reagiert. Das waren meine ersten Eindrücke, als ich das Training dann gesehen habe und auch die Einzelgespräche mit den Spielern. Also
dass da natürlich nicht jeder glücklich ist, ist vollkommen klar. Ich meine, die Mannschaft und Trainer haben sehr lange erfolgreich zusammengearbeitet. Also da baut sich natürlich auch eine gewisse Beziehung auf. Und ich glaube, dass das in der Form vielleicht nicht ganz unerwartet kam, aber doch, ich sag mal, vielleicht zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und jeder Spieler, glaube ich, das kenne ich eben auch aus Erfahrung, nimmt das ein bisschen anders auf. Jeder hat bis dato ja auch, ich sag mal, immer sein kleines Päckchen zu tragen. Deshalb haben wir es ja auch nie geschafft, diese mannschaftliche Geschlossenheit auf das Spielfeld zu bringen. Und jetzt ist es halt die Aufgabe, ich sag mal, vielleicht auch diese Kopfblockierung oder wie auch immer wieder zu lösen und versuchen, einen anderen Weg aufzuzeichnen. Ja, also wir gehen ja auch mit dieser Entscheidung, wissen wir ja auch nicht, wie hundertprozentig das funktioniert. Also wir glauben an die Mannschaft auch morgen, aber wissen tun wir das ja auch nicht. Also dann wären wir ja hellseher. Aber ich sage mal, dass da jetzt keiner freudestrahlend von den Spielern in der Kabine saß, das ist vollkommen klar. Also das sollte so nicht zu verstehen sein. Fragen wir nochmal anders. Welchen Anteil hatte die Mannschaft an der gestrigen Entscheidung? Also die Entscheidung haben wir getroffen. Also die hat nicht... Da wird ja gesprochen zwischen Vereinsführung, zwischen Sportführung und Mannschaft. Also man hat sicherlich auch ein Stimmungsbild aufgenommen. Ich sag mal jetzt gerade vielleicht auch jetzt die letzten zwei Tage, ob das jetzt Montag war oder Sonntagabend oder wie auch immer. Ich kann Ihnen aber versichern, dass kein Spieler gesagt hat, der Trainer muss jetzt gehen. Ja, also das wäre auch vollkommen der falsche Weg, weil sonst machen wir das ja jedes Mal, wenn die Mannschaft unzufrieden ist, dass wir den Trainer wechseln. Wir mussten die Situation analysieren, haben die so analysiert, dass es eben in der Form eben nicht weitergehen kann. Wir haben natürlich dann auch Informationen von Spielern erhalten, indem man halt auch nachfragt, wie siehst du bestimmte Sachen, wie fühlst du dich, siehst du das vielleicht ein bisschen anders. Aber ausschlaggebend letztendlich war nicht, dass die Spieler gewünscht haben, der Trainer soll jetzt gehen, sondern diese Entscheidung haben wir mit den Gremien zusammen auch als Ganzes gesehen. Wie geht es in den nächsten 2 Jahren weiter oder 3 Jahren oder wie auch immer, weil wir haben ja auch ein Ziel. Wir wollen nicht um Platz 10 oder 11 spielen, wo wir uns jetzt befinden, sondern wir wollen einen Schritt nach vorn. Und da ist es natürlich wichtig, dass man dann irgendwann auch Entscheidungen treffen muss. Janett, dann du. Ja, zur chronologischen Abfolge würde ich gerne wissen, wann letztendlich Bennett nochmal, also wenn du sagst, vor 2 Tagen, gestern Abend hat der Trainer ja um 18 Uhr, denke ich mal, trainiert bis 20 Uhr ungefähr. Da hat dann die Aufsichtsratssitzung schon stattgefunden. Wann wurde er informiert? Nach der Aufsichtsratssitzung haben wir den Trainer persönlich informiert. Steffen, Dirk Ross-Wandowitz und ich. Also im Aufsichtsrat ist die Entscheidung gefallen und wir 3 sind sofort losgefahren und haben ja nach dem Training auf der Halle vor ihm gewartet, weil er muss der Erste sein, der es zumindest von uns 3 erfährt. Und parallel dazu ist dann Bennett informiert worden, das ist klar, und auch Thomas Svensson. Und so war der Ablauf. Aber ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Dann kann ich vielleicht noch ergänzend hinzufügen, dass wir dann überlegt haben, ob wir gestern Abend, also spätabends, noch die Presse informieren, weil Sie ja gerade hier von der Presse sind. Dann haben wir zusammen, das war eine Entscheidung, die wir 3 getroffen haben, gesagt, wir informieren zuerst die Mannschaft. Das ist einfach so, das ist in jedem Unternehmen so, da wird nicht der Nachbar informiert oder sonst wer, sondern zuerst muss mit den direkt Beteiligten gesprochen werden. Und den Termin haben wir dann in einem außerordentlichen Training heute Morgen festgelegt, dass wir die Mannschaft 9.30 Uhr informieren und danach haben wir dann die Öffentlichkeit informiert. Dass anderweitig Informationen durchgesagt sind, liegt zumindest nicht an uns und wir sehen noch nicht, dass aus dem Aufsichtsrat Informationen rausgegangen sind. Das waren Spekulationen, die wir bis dahin nicht bestätigen konnten. Und von daher war genau so, wie wir das jetzt hier darstellen, der zeitliche Ablauf. Trainer wurde sofort informiert, die Mannschaft heute Morgen. Nachdem die Mannschaft informiert wurde, haben wir die Pressemitteilung rausgegeben. An alle Medien gleichzeitig. Gibt es schon eine Unterschrift unter Vertrag von Bennett? Und wenn ja, wie ist das mit den Fristen? Nein. Also unbefristet? Gibt es nicht. Wir haben telefoniert, Bennett, ich habe gesagt, Bennett, wir haben die Situation. Ich habe
Und das ist uns eine sehr große Stütze, Thomas Svensson, aufgrund seiner Erfahrung, der sich auch sofort für Bennett Wiegert ausgesprochen hat. Der war unheimlich loyal Geje Svensson gegenüber, absolut. Als dann die Entscheidung mal getroffen wurde, hat er gesagt, okay, jetzt unterstütze ich natürlich den SC Magdeburg weiter, unterstütze Bennett Wiegert. Und wir haben nur kurz telefoniert. Wie gesagt, der komplette Fokus liegt jetzt erstmal auf dem morgigen Tag. Und alles Weitere folgt im Anschluss. Wie darf man den Herrn Wiegert Trainer. Nicht Interimstrainer? Trainer ist SC Magdeburg. Ja, manchmal wichtig. Das genau. Ist ein Wort, ich meine, ja, richtig. Wir erleben doch auch gerade im Fußball, da gibt es Trainer, die mit großen Lorbeeren 3 Jahre verpflichtet werden. Da ist nach einem halben Jahr Schluss. Dann gibt es Interimstrainer, wo man dann plötzlich feststellt, ist doch eine langfristige Lösung. Also wir können uns um die Begrifflichkeiten hier streiten, aber am Ende, Bennett Wiegert ist Trainer, Co-Trainer ist Thomas Svensson. Thomas Svensson unterstützt uns massiv in der sportlichen Leitung des Vereins und gerade auch Steffen. Und das ist die aktuelle Situation. Alles, was da vertraglich zugehört, machen wir im Anschluss. Eine Frage. Jetzt ja gerade von der Sponsorenbereich, war der Druck der Sponsoren groß und dieses Prozedere, die ich will von Görskis sprechen, aber diese Situation kennt der SC Magdeburg ja. Bei Frank Carstens war es ähnlich, auch kurz vor Weihnachten, der hatte auch noch einen Vertrag, 1,5 Jahre. Das hat alles Geld gekostet, musste bezahlt werden. Das könnte, stelle ich mir mal vor, jetzt auch wieder finanziell, wirtschaftlich reinhauen, Geld, das der Verein sicherlich bräuchte, um ganz andere Dinge in Bewegung zu setzen. Ja. Ist dann das dort gewesen? Hat der Aufsichtsrat gesagt, ist eine scheiß Situation, sicherlich, aber da müssen wir jetzt durch, weil für uns das Sportliche jetzt einfach wichtig ist und das wirtschaftliche kriegen wir irgendwie das versichern wollen. Wie muss man sich das vorstellen? Du hast ja die Antwort gleich mitgegeben. Also das heißt, die Situation ist so, wie sie ist. Dirk hat es beschrieben. Wir hatten im letzten Jahr eine grundweg andere Situation. Die Mannschaft war mit Jurinatek, Becak, mit Haas eingespielt. Es hat funktioniert. Wir hatten Erfolg gehabt, auf eine Erfolgswelle geschwommen. Vielleicht haben wir auch ein bisschen zu viel erreicht über Niveau. Ja, das kann ja auch durchaus möglich sein. So, und haben gewusst, dass auch schwierige Zeiten kommen werden. Das ist doch völlig klar. Aber die Situation hat sich halt nach 23 Pflichtspielen, wir reden nicht von 3 Spielen oder von 4 Spieltagen, wir reden von 23 Pflichtspielen, die wir dieses Jahr gespielt haben. Und wenn du den Handball weiter verfolgst oder länger verfolgst, dann weißt du auch, dass Vertragslaufzeiten bei Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte in der Regel über 2, 3, 4 Jahre gehen. Guck dir mal die Vertragslaufzeiten an von Herrn Wolf, von Herrn Roth, von Herrn Gislason, von Herrn Franjes. Da sind immer Laufzeiten drin, weil diese Trainer ja auch die Personalpolitik der nächsten Jahre mitbestimmen sollen. Du kannst ja keinen Trainer verpflichten und sagen, so, jetzt entscheid mal mit, wer das nächste Jahr als Neuverpflichtung kommt und er ist selber nicht mit dabei. Also natürlich ist das ein wirtschaftliches Risiko und hat wirtschaftliche Folgen, aber das steht doch an der Tagesordnung. Das ist der Normalfall. Also ich glaube, Franjes hat einen Vertrag bis 19, Alfred auch, Roth bis 20, Jakobsen unterschreibt jetzt, glaube ich, bis 19 oder 20. Da sind Planungshorizonte dahinter. Ja, wir können ja nicht sagen, wir warten jetzt bis 4, 5 Monate, bevor der Vertrag ausläuft. Das ist ja weltfremd. Wir waren im Mai der 100%igen Überzeugung, dass das richtig ist und dass die Herausforderungen, die vor uns stehen, Einbau neuer Spieler, wir haben ja auch einen Generationenwechsel in der Mannschaft. Ja, das bricht natürlich durch die Verletzungssituation jetzt besonders hervor, das ist ja völlig klar. Und diese Dinge müssen gehandelt werden. Und wie gesagt, wir haben ja nicht nach 3, 4 Wochen schon das Handtuch geworfen, sondern es sind, wie gesagt, 23 Pflichtspiele ins Land gegangen. Ich mag auch keine Antwort entnehmen, aber dass die Situation, so wie sie jetzt beschrieben hat, wirtschaftlich zu stemmen ist, trotz dieser Belastung jetzt im Trainer noch 2,5 Jahre zu müssen. Ja, das hätte das wahrscheinlich gemacht. So ist es. Ja. Wie gesagt, es geht eben auch darum, wir müssen einfach die Entscheidung treffen. Wir haben jetzt 5,5 Jahre, wir beide zusammen, Steffen und ich, und auch mit dem Präsidium, eine Entwicklung beim SC Magdeburg hinter uns. Jetzt nicht nur sportlich, sondern wirtschaftlich, organisatorisch. Wir sind stabil aufgestellt und solche Dinge werden in jedem Profigeschäft immer wieder passieren. Und wir wissen, was wir tun, wir kennen die wirtschaftlichen Konsequenzen daraus und wir sind 100% der Überzeugung, dass wir das auch so umsetzen können. Wir können keine Verträge über 3 Monate machen, ja, mit einer 3-monatigen Kündigungsfrist.
Ja, wäre wünschenswert, ist aber leider nicht so. So funktioniert die Welt nicht. Ja? Der Programm von der MZ, also vom Nachbarn, der Vertrag wird also nicht aufgelöst werden, muss keine Entscheidung. Also die Entscheidung ist jetzt 18 Stunden her. Ich kann Ihnen jetzt keinen Nachfolgeverein nennen. Nein, es ist einfach so, ich glaube, das gebührt einfach auch der Anstand. Wir haben gestern informiert, wir haben ein sehr enges Verhältnis zu ihm gehabt und ich glaube, dass sich jeder jetzt erstmal finden muss und zu gegebener Zeit werden wir natürlich über die unterschiedlichen Optionen reden. Fakt ist, er hat einen gültigen Vertrag, der noch 18 Monate läuft. Das ist doch klar. Wie war denn seine Reaktion? Ich meine, wir können ihn ja nicht schlecht machen, aber er war dabei, der drei. Wir ist er überrascht gewesen? Also ich glaube, er war vielleicht über den Zeitpunkt überrascht, aber dass natürlich aufgrund der Situation sowas latent möglich gewesen ist, das war für ihn auch nicht unerwartet. Noch Fragen? Wenn jetzt die Aufgabenverteilung der Bände zu Siebert aus, dann war er jetzt im Nachwuchs tätig und Koordinator. Ist er jetzt nur noch Trainer? Ja, also wie gesagt, dadurch, die Priorität hat jetzt natürlich jetzt die Tätigkeit bei der ersten Mannschaft, das ist klar. Wir müssen jetzt, nachdem die Entscheidung, die ja doch vielleicht vor einer Woche noch nicht so klar war, zumindest, dass sie jetzt zu dem Zeitpunkt getroffen wird, das müssen wir jetzt neu ordnen. Aber da Benno sehr verantwortungsvoll mit diesen Themen umgeht und wir auch, werden wir da auch eine entsprechend tragfähige Lösung finden. Aber das kann ich Ihnen aus dem Stand jetzt nicht beantworten. Gibt es keine Fragen mehr an unseren Trainer? Bitte, macht es separat. Gibt es noch Fragen an uns? Rudi, du denkst noch nach. Ich denke über den Linkshänder noch nach. Mit der Verletzung von Zelenovic und die anderen Fälle, die sind bekannt. Ich weiß nicht, ob Bennett jetzt da eine Variante hat. Ich meine, die anderen, die spielen, haben wir in Wipping gesehen. Die spielen nur mit Rechtshänder auf der Position. Ist das für euch eine Alternative am morgigen Tag schon? Ich meine, der Kollege hat es ja vorher gemacht in Wipping, dass man auch von da Tore machen kann. Ja, das muss eine Alternative sein. Ja, klar ist auch, dass man im modernen Handball gerade in dieser Liga natürlich immer mit dem Linkshänder auf Rückraum rechts agiert, wenn wir eine Verletzungsproblematik auf dieser Position haben, die nicht wegzureden ist. Ich meine, das ist ja wirklich ein Sonderfall, dass mit Andreas Rojewski, Jure Natik und jetzt vielleicht auch noch Zelenovic drei etatmäßige Rückraumrechte ausfallen. Ist das eine Sondersituation? Ja? Und dann muss man sich damit beschäftigen, auch mit Rechtshändern, Rückraumrechts zu agieren. Das ist auf jeden Fall mit auf dem Schirm und wird auch den Matchplan mit beinhalten. Das könnte dann also Fabian sein, oder siehst du noch jemand anders? Ich habe noch ein paar andere Ideen. Ja? Da möchte ich gar nicht so ins Detail gehen. Aber wir haben auch noch jemanden auf dieser Position. Wir haben mit Alexander Saul jemanden, der sicherlich jung ist und der auch Fehler machen wird. Ich glaube trotzdem, dass er helfen kann und auch Spielanteile auf dieser Position bekommen wird, wenn wir noch mehr Ausfälle haben. Vielleicht haben wir noch eine Wunderheilung bei Zelenovic und ich hoffe noch, dass er vielleicht für Kurzeinsätze in Frage kommt. Kurze Einschätzung zu seinem Gesundheitszustand? Ich habe eben gerade das erste Mal mit ihm sprechen dürfen. Er ist motiviert, ja. Er sagt zu mir, er hätte es gerne probiert, das gleich zu werfen. Ich habe gesagt, das machen wir mal nicht. Ich muss mir einfach eine ärztliche Meinung dazu einholen. Diese Zeit hatte ich noch nicht. Da bin ich heute Abend sicherlich etwas weiter. Ich glaube, dass ich im Abendstraining auch noch nicht vom Wurfarm, von der Schulter belasten werde. Wir werden morgen Vormittag noch mal ein kurzes Anschwitzen machen, wo ich den Plan habe, ihn auf Härte zu testen. Ja, wenn er mir denn das grüne Licht gibt und sagt, ich habe das Gefühl, helfen zu können und ich habe da Vertrauen drin, dann wird er sicherlich auch im Kader mitstehen. Ist das richtig, die Information, dass Musa nicht einsatzfähig ist und auch die nächsten zwei Spiele, die anstehen in der Liga? Also über die nächsten zwei Spiele kann ich hier sprechen. Das Bild, was mich
jetzt gerade beschäftigt. Der Ist-Stand ist so, dass ich nicht das erwarte, dass er spielt. Ja, auch dazu muss ich mir noch Informationen holen. Er hat nicht trainiert. Ja. Ich glaube auch, selbst wenn wir jetzt grünes Licht bekommen würden für einen Spielansatz, ist es fraglich, ob er helfen würde. Dafür ist er zu lange raus, hat immer sein individuelles Programm gemacht, ist sehr ehrgeizig, sehr gewillt, schnellstmöglich zurückzukommen. Trotzdem, glaube ich, muss man ihm die Zeit geben, um dann auch zurückzukommen, so dass er helfen kann. Dass wir nicht spielen. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Man schafft es im normalen Geschäftsbetrieb das Unternehmen fortzuführen, dann wird gespielt und wenn das nicht gelingt, es wird viel über Insolvenz diskutiert, dann scheint es wohl auch eine Fortführung unter Insolvenzrahmenbedingungen zu geben. Also ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir am Sonntag in Hamburg antreten. Noch Fragen? Ja, wenn das nicht fertig ist, dann danke ich Ihnen. Morgen 19 Uhr Anwurf. Und jetzt stehen wir natürlich auch für individuelle Interviews und Anfragen zur Verfügung. Danke.